Was ist x modulo m1? Jetzt rechnen wir mal modulo m1. X ist ja letztlich das da, a1 mal m2 mal x1 plus a2 mal m1 mal x2 modulo m1. Ist das da hinten 0? Modulo m1, ist das da hinten 0? Also kann ich es wegfallen lassen, wissen wir ja, Konkurrenzrechenregeln. Jetzt bleibt nur noch das da vorne übrig. Und ich weiß, m2 mal x1 ist Kongruent 1 modulo m1. Kommt also genau a1 raus. Na gut, das machen wir selber. Komm, wir machen es nochmal jetzt modulo m2. Kommen wir es nochmal hin. a1 mal m2 mal x1 plus a2 mal m1 mal x2 modulo m2, ist das da vorne 0? Da steckt m2 drin. Also bleibt nur noch übrig a2 mal m1 mal x2. Und wir wissen, m1 mal x2 ist kongruent 1. Also bleibt a2 übrig. Das a2 modulo m2. So. Eine Vorbedingung habe ich noch vergessen. Was glauben Sie, was ist eine Vorbedingung, damit das so funktioniert? Was ist eine Vorbedingung? Das funktioniert nicht immer so. Das funktioniert in bestimmten Fällen. In welchen Fällen funktioniert es? Was ist denn ein kritischer Fall hier in diesem Verfahren? Eine kritische Stelle. Was ist eine kritische Stelle? Ja? M1 darf nicht M2 sein. Warum nicht? Ach so, weil man dann hier unterschiedliche Reste hat beim Gleichmodul. Der Kunde wird auch A1 gleich A2 sein. Okay, das ist witzlos. Also dürfen nicht gleich sein, genau. Es darf aber noch mehr nicht gelten. Oder es muss noch mehr eingeschränkt werden. So. M1 und M2 dürfen nicht nur nicht gleich sein, sondern was könnte noch ein Problem sein? Ja? Die müssen vielleicht teilerfremd sein, genau richtig. Ja, M1 und M2 müssen teilerfremd sein. Warum? Ja, okay, kann jemand helfen? Warum müssen M1 und M2 teilerfremd sein? Damit das Verfahren einfach so funktioniert. Na, was ist die kritische Stelle? Ist die kritische Stelle inverse suchen oder die kritische Stelle addieren? Naja, okay, inverses suchen. Ne? Wann existiert denn zu einer Zahl ein inverses Modulo m? Denken Sie mal an unsere algebraischen Strukturen, die wir hatten. Da haben wir Inverse gesucht. Und bezüglich der Multiplikation gab es nicht in allen Fällen Inverse, sondern nur in speziellen Fällen. Nämlich gerade, wenn die Zahlen teilerfremd waren. Erinnern Sie sich, Z4... Restklassenmenge Z4 mit der Restklassenmultiplikation gab es für die 2 kein Inverses. Weil die 2, egal was sie dran multiplizieren, niemals 1 ergab in Z4. Wir haben gesagt, und dann sind wir drauf gekommen, dass nur für Primzahlen die Restklassen ZP, ja, dass es da für alle Elemente ein Inverses gibt, wenn P eine Primzahl ist. Bezüglich der Multiplikation. Das heißt, die Existenz von Inversen muss gesichert sein. Das bedeutet, M2 muss teilerfremd sein zu M1 und umgedreht. Ja? Sonst gibt es die Inversen nicht. So. Okay.
Also die Vorbedingungen muss man mit reinnehmen und die hatten wir da links ja auch, 4 und 7 sind teilerfremd, ne? Also funktioniert das hier. Okay. Damit kriegt man eine Lösung, ne? Hat jemand eine Idee, wie man noch weitere findet? Gehen wir mal zu dem Beispiel hier. Wir hatten vorhin ja noch weitere gefunden, ne? Weil Sie hatten 10 gesagt, das ist so ziemlich die einfachste Lösung, die es gibt. Genau, 10. 38 hat man noch gefunden. Also weitere Lösungen. Zehn hat die Bedingungen erfüllt, 38, 66. Spielen Sie mal ein bisschen mit den Zahlen im Kopf. Fällt Ihnen da was auf? Bitte? Noch eine Lösung? Oder? Also haben Sie noch eine Lösung oder fällt Ihnen was auf? Ja? Bitte? Oh, da muss ich nachdenken. Da muss ich das mal kurz nachdenken. Also, jetzt machen wir hier auf die. Das ist ja mal eine Vermutung hier. Sie sagen, die Zahlen haben folgende Struktur. 4, das müssen Sie, glaube ich, mit Klammern reden und so weiter, ne? 4. Plus 3. Okay, dann brauche ich keine Klammern. So. Aha. Ah ja. Stimmt. Sieht man da jetzt nicht so direkt, ne? Vielleicht formen wir es mal ein bisschen um. Sie haben es ja so schön diktiert, dann können wir es auch umformen. Das hier ist, ja, wir können es ja mal ausklammern hier, oder? Distributivgesetz anwenden. Dann steht hier 28n plus 7 plus 3. Also letztlich 10. Plus 28n. Richtig. So. Wie sind Sie da drauf gekommen? Ich habe ausprobiert. Ja. Einmal 7 linear plus 3, aber 10 linear. Moment. Einmal 7 plus 3 ging, okay. Dann habe ich auf die nächste 7, geht ja nicht, weil 14% unten alle 7 nach der Phase waren. Okay. Und 21 ging auch nicht, weil dann habe ich ja bei 24 4 halber, also das nächste 5 mal 7. Ja. Achso, Sie haben sozusagen die Vielfachen der 7 ausprobiert und haben festgestellt, dieses Vielfache ist immer 4n plus 1. Okay, super, ja. Respekt. 10 plus 28 sagt noch ein bisschen mehr bezüglich der Verallgemeinerbarkeit. Ne? Das ist jetzt schwierig hier, sowas, da wird es jetzt schwierig. Wie hängt denn das hier zusammen mit 10, 38, 66 und mit den beiden Zahlen oder mit den beiden Kongruenzgleichungen, die wir haben? Ja? Also mit 10 haben wir ein Beispiel, das funktioniert. Ja. Und 28 n ist immer teilweise 4, das ist 4. Genau. Das heißt, wir haben einfach, also wir addieren einfach an ein Vielfaches von 4 oder 7, 10 dazu und das heißt, wir haben schon 4. Genau, wir addieren, also ich wiederhole es laut, die 10 ist bereits eine Lösung und jetzt addieren wir ein Vielfaches von 28. 28 ist durch 4 und durch 7 teilbar. Naja, das ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 4 und 7. Ne? Und weil beide Teiler fremd waren, ist das kleinste gemeinsame Vielfache einfach 4 mal 7. So. Das heißt, ich addiere 4 mal 7 drauf und dann ändert sich ja nichts, ne? Wenn ich jetzt hier hinten noch 28n drauf addiere auf die Lösung und dann Modulo 4 oder Modulo 7 betrachte, dann fällt es weg. Also wenn ich hinten etwas drauf addiere, was sowohl Modulo 4 als auch Modulo 7 0 ist, dann habe ich weiterhin meine Lösung. Dann ändert sich nichts. Das ist der Witz an der Sache, ne? Nebenbei Bemerkung, kleine didaktische Bemerkung. Ne? Im Unterricht passiert sowas auch häufig, dass jemand eine Lösung sagt, wo man sagt, hä? Ne? Nicht sagen falsch. Ne, falsch. Ne?
könnte richtig sein. Und da waren ja sehr gute Überlegungen dahinter. Das heißt, lieber aufgreifen, verwenden, versuchen zu arbeiten, beziehungsweise dann müssen Sie sozusagen so sattelfest sein, dass Sie, wenn Sie es umgeformt haben, unter Umständen dann einen Fehler auftun in einem bestimmten Fall oder so. Ja? Sie müssen dann sozusagen die Grenzen ausloten dieser Lösung, beziehungsweise hier haben wir es geschafft, diese ungewöhnliche Lösung überzuführen in das, was ich im Kopf hatte. Okay. Ja, super. So. Das heißt, die Lösungen hier sind folgendermaßen. Natürlich kann ich auch 28 abziehen von 10. Ne? Egal, ich kann einfach draufzählen. Nehme ich mal die einfachste Lösung. Die einfachste Lösung im Sinne, die 10 ist die Lösung, die einzige Lösung, die es gibt, modulo 28. Und dann addiere ich drauf z mal 28 mit z-Element den ganzen Zahlen. So. Dann habe ich diese Lösung. Und wenn Sie jetzt hier diese Lösung haben, 66, dann können Sie die erstmal modulo 28 rechnen, um auf die einfachste Lösung zu kommen. Also Sie ziehen 2 mal 28 ab. 28 mal 28 ist 56, bleibt 10 übrig. Also 66 modulo 28 ist 10. Das heißt, die Lösung, die Sie hier rauskriegen, muss nicht unbedingt die einfachste, schickste sein oder so, sondern Sie rechnen erstmal modulo M1 mal M2, kriegen die einfachste raus und dann addieren Sie auf diese einfachste Z mal M1 mal M2 drauf. Also, alle Lösungen oder weitere Lösungen findet man so. Lösungen X plus Z mal M1 mal M2, Z, Element, Z. So. Okay. Und vorher können Sie das X schon mal modulo M1 mal M2 rechnen, also modulo M1 mal M2. Dann kommen Sie auf die einfachste Lösung und dann addieren Sie Z mal M1 mal M2 dazu und kommen auf beliebig viele weitere. Okay. Gibt es Fragen dazu? Können Sie mir das durch den Kopf geben? Halb. Ah ja, okay. Gibt es noch Fragen? Ah, ich würde sagen, jetzt üben wir mal ein bisschen. Suchen Sie sich mal zwei Kongruenzen aus. Ja, können auch ruhig ein bisschen komplizierter sein als das Beispiel jetzt hier. Und versuchen Sie mal mit Nachbarinnen und Nachbarn zu lösen. Einfach, dass wir das jetzt mal ein bisschen üben, weil später kommen wir dann auf den Fall mit N-Gleichungen, da wird es noch ein bisschen schwieriger. Okay? Also suchen Sie sich jetzt mal ein einfaches Beispiel aus. Zwei Kongruenzen in dieser Form, bei denen der GGT von M1 und M2 gleich 1 ist und probieren Sie es mal aus.